Wir verlieren viel Gas auf dem Weg. Wir müssen das Gas verflüssigen, um es zu transportieren, und verlieren dabei mindestens 10% des Gases. Weitere 6 bis 7% entweichen während des Transports über den Atlantik und wenn es wieder in Gas zurückgewandelt wird. Bevor es genutzt und in die Pipelines eingespeist wird, gibt es noch mehr Emissionen, mehr Lecks. Insgesamt verlieren wir wohl 30 bis 35% des Gases. Das erhöht die Kohlenstoffdioxid- und Methanemissionen. Aus der Sicht des Klimas ist LNG ein sehr, sehr schlechter Energieträger. Der schlimmste unter den fossilen Brennstoffen. Da ist es sogar besser, Kohle zu verbrennen. Kohle ist natürlich nicht gut, aber in der Übergangsphase, in der wir versuchen, von fossilen Brennstoffen wegzukommen, wäre sogar Kohle besser.